Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Es könnte sein, dass es ein bisschen spooky wird vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich hoffe nicht. Aber schnappt euch lieber eine Grandma-Checkdecke, denn dort seid ihr sicher. Weil wir werden heute was richtig Verrücktes machen. Ich habe nämlich alle 11 on the shelf bei Amazon bestellt, die ich so gefunden habe. Und wir werden die heute Nacht beobachten, um zu schauen, ob die sich irgendwie bewegen, ob die verflucht sind und creepy oder nicht. Es ist mein völliger Ernst. Ihr wisst ja, der eine hier, den habe ich schon runtergeholt, ist definitiv verflucht. Der bewegt sich dauernd. Ihr habt es ja selbst gesehen. Und ich bereue gerade meine Idee ein bisschen, aber es war schon zu spät. Ich habe die jetzt und ich werde das jetzt einfach durchziehen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob irgendwas mit den anderen 11 on the shelf ist. Und wenn ja, welcher ist es? Aber für den muss ich auf jeden Fall noch irgendwie ein Plätzchen suchen, wo der sicher ist. Und vor allem, vor dem ich sicher bin, ja? Weil der ist so gruselig, Mann. Das ist nicht mehr normal. Ihr meintet auch schon alle, Becky, sperr ihn ein. Ist egal, ob ich auf die Liste wieder der Bösen komme oder sonst irgendwas. Ich soll ihn einfach einsperren. Vielleicht ist das wirklich eine gute Idee, Leute. Vielleicht soll ich das wirklich machen. Ich meine, ich habe ihn sowieso schon angefasst hier. Es ist sowieso schon zu spät. Vor allem, wie er jetzt hier gerade liegt. Einfach mal mit dem Gesicht. Hauptsache, er guckt mich nicht an. Ja, auf jeden Fall werde ich Kameras aufstellen über Nacht, wenn ich schlafe. Und ja, die genau beobachten. Und am nächsten Tag werden wir uns das zusammen anschauen, um zu gucken, ob irgendwas auf Kamera aufgenommen wurde. Und wenn ja, was? Und welcher Elf? Damit ich ihn schön zur Adoption freigeben kann oder so. Ich will ihn da nicht mehr haben. Oh mein Gott. Würdet ihr bei euch einen Elf und eine Shelf einziehen lassen? Oder habt ihr vielleicht einen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und vor allem, würdet ihr so viele bei euch einziehen lassen? Kommentiert mal mit einem roten Herz, wenn ihr euch trauen würdet. Lasst es mich wissen, aber ich bin bestimmt alleine damit. Und super viele haben wieder gefragt, ob ich eine verfluchte Nummer raussuchen, anrufen könnte. Da waren auch ein paar Vorschläge. Und ich habe da eine gefunden. Soll ich die ausprobieren, Leute? Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, vielleicht am Spooky Sunday. Ja, jedenfalls zeige ich euch jetzt die Elfen und dann machen wir uns Bett fertig, stellen die hin, stellen die Kamera auf und ich gehe dann schlafen. Übrigens passend vor dem Weihnachtsbaum, und ich habe hier so ein Weihnachts-Onesie an. Ist ein Weihnachts-Onesie. Hier ist so ein weihnachtliches Muster drauf, okay? Und kommen jetzt zu den Elfen. Also ich habe hier schon mal so ein Päckchen und ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher da drin ist. Aber wir machen es mal komplett hier auf. Hier seht ihr ihn schon. Eingepackt. Packen wir ihn mal komplett aus. Und zwar... Ja, nee, ich finde den auch irgendwie creepy. Ich finde den nicht cute. Hier, jetzt seht ihr ihn besser. Findet ihr ihn süß? Also, ich weiß nicht. Nee, ich mag den nicht. Egal, ob das jetzt ein Kuscheltier ist, aber ich mag ihn nicht. Allein wie er schon wieder guckt. Der gibt mir irgendwie so ein bisschen creepy Puppen-Vibes. Ich weiß auch nicht. Warum müssen die hier solche fetten Kabelbinder ranmachen? Hier ist irgendwas drin. Hier ist irgendwas drin. Muss ich Angst haben? Warum sind seine Hände so zusammen? Ja, egal. Ich hole mal eben kurze Schere, Leute. Habt ihr ein paar Elfennamen? Ihr könnt denen ja gerne ein paar Namen geben, Leute. Ab damit in die Kommentare. Mein erster Gedanke nur, ich will ihn gerne aufschneiden, um zu gucken, was da drin ist, weil da irgendwas drin ist. Aber vor allem hier oben ist es richtig hart. Was ist da drin? Warum habe ich jetzt schon das Gefühl, der ist irgendwie verflucht? Aber ja, ich glaube, den kannst du so hinsetzen, oder? Deswegen hat er so seine Hände zusammen. Hm, super süß. Kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Elf, den ich gefunden habe. Und zwar kommt der in so einer Box. Und schaut euch mal diesen Elf hier drauf an. Find nur ich den gruselig, Mann? Der sieht so creepy aus. Und ja, dazu gibt es noch ein Buch. Und das ist ein Mädchen. Elf on the Shelf, eine Weihnachtstradition. Yay, kann ich ja vorm Schlafengehen lesen. Mein offizielles Adoptionszertifikat und eine besondere Botschaft von Santa aufrufen. Nein, die wird nicht von mir adoptiert. Nein, danke. Ja, der ist genauso wie der andere Elf, nur als Mädchen. Die hat sogar Ohrringe. Wie fancy. Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die guckt irgendwie schon so ein komisch an. Ich fühle mich irgendwie von denen immer beobachtet. Dann, Leute, die hier. Einmal ein Junge und einmal ein Mädchen. Die sehen so weird aus. Schaut euch die Ohren an und alles und das Gesicht. Ich weiß nicht, ihre Augen machen mir Angst. Also das fühlt sich auch irgendwie so an, als wäre da irgendwas drin. Und vor allem, die sind dicker als die anderen. Oh, ich habe Angst, dass sich die Hände in der Nacht bewegen. Alter, wenn ich das jetzt schon sehe. Nachher gehen die so hoch oder so. Oder bewegen sich so ein bisschen. Creepy. Ja, ich weiß nicht, welchen ich schöner finde. Boah, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach nur Angst vor diesen Elfen.
Und dann, Leute, habe ich so einen riesigen Elf von der Chef bestellt. Es ist aber ein Mädchen. Okay, die finde ich eigentlich relativ süß. Die geht wohl noch in Ordnung. Und ich hoffe, dass mit der einfach nichts ist, dass die einfach nur cute ist. Die darf auch ruhig in meinem Zimmer stehen. Nachher bereue ich das. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Von allen Elf von der Chef ist die noch am süßesten, oder? Seid ihr derselben Meinung wie ich? Hallo, die hat so ein Röckchen an. Die fühlt sich auch richtig schön plüschig an. Und das Gesicht ist auf jeden Fall deutlich freundlicher. Die ist riesig. Also mit der habe ich die wenigsten Probleme, dass sie bei mir einzieht. Aber mit den anderen, ich weiß nicht so ganz. Das waren ja erstmal die Elf von der Chef. Aber was ich noch geholt habe, war eine Wichteltür, Leute. Angeblich soll das auch funktionieren, die ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken, indem man sowas aufstellt an die Wand. Und das machen wir heute auch einfach mal. Und dann, Leute, dachte ich mir, weil der eine ja super frech war, ich hole ihn ein Lebkuchenmann-Outfit. Hier, hat er nicht anders verdient. Ich habe das gesehen und ich dachte mir, beste Bestrafung für diesen Elf on the Shelf. Ich hole ihn so ein Outfit. Ja, also, wenn man sich das allein mal anschaut, wie viele Elf on the Shelf das hier sind. Ja, für einige bestimmt der absolute Albtraum, aber ich mach's, damit ihr es nicht machen müsst, Leute. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns kurz vorm Schlafengehen wieder und werden dann alles aufstellen, um die über die Nacht zu beobachten. Ich habe jetzt noch einen Film zu Ende geguckt und ja, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ich werde mich jetzt gleich umziehen und abschminken. Ich bin schon echt müde, aber ob ich gut schlafen kann mit den Elfen, ich weiß es nicht. Leute, die liegen hier schon im Zimmer. Ich habe so überlegt, wo ich die hinstellen könnte, weil ich will nicht alle im Bett haben. Auf gar keinen Fall, als ob ich mit allen da penne im Bett. Nein, danke. Zwei dürfen bleiben und zwar die gute hier und ja, ich dachte mir, den hier, das Mädchen, die beiden. Ich habe gedacht, einen setze ich auf meine Lampe, vielleicht den anderen bei meinem kleinen Weihnachtsbaum hin. Die setze ich hier auf die Kerze, so an den Baum. Ist ein bisschen nah an mir dran. Aber egal, da bleibt sie jetzt. Der hier wird neben meiner Kamera sitzen. Und der hier kommt endlich in die heilige Waschmaschine. Und das machen wir als erstes. Aber bevor wir das machen, ziehen ihn eben an mit seinem tollen Kostüm. Ey, wenn ich ihn das so anziehen muss, weil seine Hände sind zusammen, dann kann er sich nicht bewegen, Leute. Er ist eingesperrt. Wo müssen die Hände eigentlich vorne sein? Egal. Er kommt jetzt ab in die Waschmaschine. Tür auf. Elf rein. Tür zu. Tschüss, Bruder. Bis morgen. Und wehe, du bewegst dich. Also wenn das nicht einladend ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich ziehe mich jetzt um und mache mich fürs Bett fertig. Ja, hier sitzen die komischen anderen Elfen und... Ich weiß nicht, ob man den Elf sehen kann. Kann man den sehen? Doch, ich glaube, ich habe alle auf dem Bild. Okay. Okay, haltet ein Auge drauf, Leute. Kommt mit. Okay, Leute, es ist 9.16 Uhr. Wisst ihr, was passiert ist? Der eine Elf hier liegt da, okay? Aber, was jetzt richtig gruselig ist, der hier liegt einfach mal auf dem Boden und der sitzt so weit entfernt von der Stelle, wo er eigentlich drauf saß. Neben der Kamera. Wie kommt der hier hin? Ich verstehe es nicht. Ich wusste sowieso, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Ich habe den schon vorher nicht getraut. Und anscheinend hatte ich recht. Ey, das ist nicht mehr normal. Das macht mir voll Angst. Keine Ahnung, ob sich die anderen auch bewegt haben, aber gucken wir jetzt mal eben... Warte, was ist das? Was ist das denn? Warte, seht ihr das? Hä? Oh mein Gott, Leute, die Waschmaschinentür ist offen. Liegt ihr da noch so drin wie vorher? Hä, wer war das? Oder war das einer der anderen Elfen? Also, zwei sind auf jeden Fall anders als vorher.
Haben sich noch mehr bewegt? Oder war der das? Wie kommt hier so eine Spur hin? Ist das Schnee? Was ist das? Wie gruselig ist das denn bitte? Das muss ja irgendwas mit dem Elf und dem Chef da zu tun haben, der in der Waschmaschine ist. Weil das ist direkt davor, ist das doch kein Zufall mehr. Das ist doch nicht mehr normal. Keine Ahnung, ob der seine Position geändert hat, aber die Waschmaschine war offen.